Hallo, guten Morgen. Es ist Samstag in der Früh, eklige 9 Uhr. Wir sind fleißig. Herr Ressel. Guten Tag. Die Herren. Herr Thorfan. Hallo. Wir sind hier in unserem neuen Büro. Wir machen eine kleine New-to-Room-Tour. Hier ist die Küche. Herr Thorfan, ist Küche. Ist alles noch quasi unfertig. Hier kommt ein anderer Tisch hin. Ich denke, wir machen mal irgendwann noch eine Room-Tour. Eine richtige Room-Tour. Ist, ja. Wir haben noch ein Regal, ganz cool. So weiter geht's. Wichtigster Raum. Das Klo. Wir haben sogar, wir sind hier in einem Büro, ne? Und wir haben eine Dusche. Das ist, wenn Alper beim Drehen zu krass schwitzt, kann man duschen gehen. So. Hier ist unser schöner Flur, der ist toll. Und hier geht's in unser Office. Also hier werden wir sitzen und arbeiten. Hier sitzt wahrscheinlich der Marius. Hä? Hat mir doch überlegt. Hier sitzt du. Ja, genau. Was? Alex? Nee, da haben wir doch drüber geredet. Du hast gesagt, hier ist das. Ja, genau. Haben wir doch drüber geredet. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Wir verlassen jetzt wieder diese Firma und große Überraschung, das Studio. Ein also etwas größerer Raum. Halt natürlich noch, hier ist natürlich so nichts fertig. Da muss noch ein Teppich rein und so Dämmmatten. Aber hier passt, also hier kommt unser neues Kanalset rein und hier kommt dann vielleicht was zum Podcasten hin. Ja, also wir wissen das alles selber und es kann sich alles noch im Lauf ändern. Vielleicht drehen wir auf der Toilette oder keine Ahnung. Das wäre gut für dich, wenn da verbringst du den Großteil meines Tages, das ist wahr. So, Licht aus. Denn wir fahren. Wir fahren jetzt zur IKEA. Wir sitzen in unserem tollen gemieteten Transporter. Wir übergeben unser Leben in die Hände von diesem Typ da. Nicht mit. Keine gute Idee. Von hinten kommt nichts. Warum gibt's da nicht? Das ist ein G-Set. Ja, weil da nichts ist. Alter, das ist ein Nein, ich Transporter. Mein das ist ein Transporter, der piept nicht. Such dir ein Kuscheltier aus. Ein Kuscheltier aus, hm? Ein Hai. Ich erzähle euch nochmal einen Witz zum Thema Hai. Der ist super lustig. Warte. Ein Kuckuck fliegt übers Meer. Fliegt über unendlichen Weiten des Meeres raus in die tiefen Blauen des Ozeans. Trifft er plötzlich auf einen Hai. Sagt der Kuckuck zum Hai. Hai. Sagt der Hai zum Kuckuck. Kuckuck. Boah, der Scheiße, ey. Ja. Ein bisschen was. Geht's gut? Heute Abend. Nee, heute Abend finde ich mich wahrscheinlich scheiße, wenn wir noch alles aufbauen. Ich glaube, das dauert noch richtig lang heute. Ja, das aufbauen, aber da können wir Zeit lassen. Aber wir holen jetzt noch ein Sofa, ne? Ja, ein Sofa. Inzwischen haben wir 12 Stunden später als heute Morgen, wenn nicht sogar mehr, irgendwas 9 Uhr und es ist einiges passiert. Ja. Also, was ist passiert? Wir haben hier ein Sofa aufgebaut. Sehr. Das ist mein altes Sofa. Ja, danke Jonas für die edle Spende. Wir haben ein Billigregal aufgebaut und haben es schon gefüllt mit ein paar Sachen. Wir haben hier, falls wir mal einen großen Bildschirm haben, eine kleine Bank. Oh, was ist denn in diesen Kartons noch drin? Da müssen wir noch ein paar Sachen aufbauen, Jonas. Da ist noch ein Esstisch drin und Stühle. Dann ist hier nochmal so ein Spind. Hier sehen wir den Zustand Schritt 2 und so sieht der dann am Ende aus. Also der bleibt hier nicht stehen, sondern der kommt natürlich weg. Jeder, aber da, bekommt so einen. Jeder hat sein eigenes Spindchen und kann da Sachen lagern. Küche, da ist nur ein wenig passiert. Aber hier sieht es halt überall noch chaotisch aus. Wir, müssen also noch mal, wir haben neue Teller gekauft. Ist. Und Steck. Salat. Boah, ist das langweilig. Aber kommen wir zum schönen Raum. Nämlich da, wo wir arbeiten werden. Hinterher. Oh, stopp. Halt, stopp. Oh, wir haben einen Blindkauf gemacht und das hat. Wir haben das nicht in der Ausstellung gesehen. Wir haben das online angeguckt. Ja. Schöner Tisch. Wir nehmen einfach die Verpackung mit und das ist er. Das ist mehr so ein Hall, was ihr gerade macht, ne? Ja? Ja. Und jetzt. Aber hab ich nichts dagegen. Jetzt kommen wir hier zur. Unseren Postern in Rahmen. Eine Spende der Ressel. Das Rest, ja. Und ein Teppich habe ich auch. Ja, der ist nicht so schön. Aber wir haben ein paar Bilder. Hier haben wir Star Trek. Hier haben wir irgendeinen chinesischen Film. Hier ist Star Wars. Hier sind die purpurnen Flüsse. Man sieht sehr rot. Und hier ist Post der Film. Okay, jetzt gibt es. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr seht den schönen Raum. Oder Möglichkeit 2, ihr seht den Müllraum. Wir fangen mit dem Müllraum. Wir haben hier eine Menge Sachen gekauft. Ja. Und es gibt hier nur einen ganz kleinen Mülleimer. Das stimmt.
Und wir müssen ja irgendwo die Pappe. Das sind unsere Pappen. Das ist noch nicht alles. Da kommen wir gleich noch ein paar dazu. Alter, ich habe eine Challenge. Genau, genau. Spring, spring, spring. Alter, die Nachbarn, ne? Alles gut. Hier ist dann der darf? Ja, moderier mal. Okay. Okay, hier kommt die Kamera. Moment. Ungefähr hier. Hier kommt dann die Kamera. Herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf Cinema Strikes Back. So wird das dann aussehen, wenn wir starten. Ich möchte noch zeigen, wie das früher bei Viva ausgesehen hätte. Herzlich willkommen, Leute! Nice! Seid ihr alle Knorke? So, jetzt, Jonas, komm, du bist der Hallführer. Ich mach meinen Schritt. Ja, ja, du brauchst den Schritt. Und jetzt zeigen wir euch unseren Lieblingsraum, weil der fast fertig ist. Geh mal rein, geh mal rein und mach eine Kreisaufnahme. Eine Ballausdrehung. Hier steht noch keine Technik. Das ist keine Ballausdrehung. Wow! Also, das ist unser Arbeitsraum. Ich habe hier übrigens gerade das noch gemacht. Geil. Wir arbeiten nämlich ohne Schuhe. Ja. Wir holen uns noch Hausschuhe alle. Genau. Und wir wollen uns auch noch Teppiche holen. Und jeder von uns hat seinen eigenen Arbeitsplatz. Und jeder hat seine eigenen Pflanze. Genau. Das ist Jonas. Das ist Jonas Pflänzchen. Zwei kleine. Genau. Wir haben alle die gleichen Schreibtische. Sind alle gleichberechtigt. Ja, das stimmt. Das ist Alpas. Sieht man ja am... Chaos. Ja. Also, das ist der, wo nie gearbeitet wird. Ja, genau! Das ist einfach und das ist eine Pflanze. Warte, eine Pflanze? Ja, genau, das ist meine Pflanze. Ein Kaktus? Meine Pflanze, meine Steckerleiste und unsere schöne Lampe, die bleibt aber hier nicht stehen. Die kommt hinten in den Raum, wo die anderen Dinge stehen. Was sind eigentlich das hier für Schrauben im Raum? Das sind Alpas-Schrauben natürlich. Die hat er einfach liegen lassen, während ich meine hier gelagert habe. Von deinem Schränkchen, das du so schön gebaut hast oder so, liegen da noch Schrauben rum. Hallo. Oh. Hallo. Sitzen wir jetzt immer so oder was? Das ist jetzt hier Stammplatz. Die. Da muss ein Bild hin. Ja, cool. Hier kommt auf jeden Fall Live, Life, Love. Oder ein Kassiererposter mit eingerahmt mit nacktem Wölfie. Wir haben jetzt 22 Uhr, das heißt 13,5 Stunden haben wir jetzt durchgearbeitet. Mit Essenspause natürlich. Aber jetzt fertig. Wir sind fertig. Wir haben das, was wir gekauft haben, aufgebaut. Genau. Und Müll ist quasi auf einmal auf. Es fehlen natürlich noch einige Dinge. Die Rechner sind noch nicht bestellt und sowas. Aber das wird alles noch. Wir haben jetzt auch die Dinge fertig. Die, die Spinde. Die Spinde. Also. Liebe Leute, hier ist einer. Wer nimmt eigentlich hier diesen Einzelgänger? Spinnt von euch? Also ich bleib bei meinem. Das war eh meiner. Okay, das war eh meiner hier. Das okay. Ist ja, danke, dass du ihn hier rübergetragen hast. Hier, sehen wir. Ja, hast du ja richtig gut gebaut. So sieht das aus. Was denn? Die Dinger sind kacke. Ich kann da nichts für. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Ich will echt schlafen müde. Zumindest ein Bad nehmen und schlafen. Das ist mein voller Ernst. Bad nehmen und schlafen. Ja, das ist sogar mein Ernst. Hier ist auch langsam mal ein bisschen Ordnung drin. Ja, nicht auf diesen Tisch, dann könnt ihr... Ja, stimmt, das haben wir auch noch aufgebaut. Das andere war ein bisschen hässlich, haben wir gedacht. Also, liebe Leute, das war's dann für diesen Tag. Das war's mit der Vergangenheit. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder auf einem neuen Video hier. Macht's gut. Schattenwolf. Macht's gut. Wir brauchen noch so eine richtig... So eine richtig dumme Verabschiedung. Au. Schreibt uns eine geile Verabschiedung in die Kommentare. Genau. Wer sind die Leute eigentlich mit 0 Abonnenten? Und wir enden auf Alpers. Das ist ein schlechter Film. Das